Jo Leute, wir sind gerade in Berlin angekommen und wir haben uns dazu entschlossen, auch endlich mal wieder einen Vlog zu drehen. Wir fahren jetzt sofort zum Hotel. Heute Abend sind wir im Pearl. Trouble ist auch mit dabei, der steht da hinten irgendwo und wir nehmen euch heute mal endlich mal wieder mit auf Tour. Let's go! These days they rather leave me uninvited. We had a spark, I didn't think you would ignite it. I'm praying to God, he don't leave me misguided. Won't say I love you in my last breath. Girl, I'm not a type to fall in love. Niggas walk around and say they made us. Und dann essen. Ja, essen wäre auch nice. Wisst ihr, kommt dein Kollege eigentlich mit? Ja, der kommt. Kommt mit? Dem sagen wir noch Bescheid, ja. Ah, okay. Der kommt auch mit, ja. Berlin, was geht ab? Wo seid ihr heute Abend? Alle ins Pearl heute Abend. Let's go. Schön, dass wir da sein dürfen. Servus. Nee, wir kennen uns ja nicht, ne? Nee, aber ich glaube, du warst an Silvester in Wohnzimmer. Ja, Berlin angekommen, gerade aus dem Hotel raus und wir sind immer noch im Vlog-Modus. Wir sind auch am Start, ich freue mich auf jeden Fall, euch zu sehen hier. DJ Wiesbadener Jungs. Es wird heute was geschehen. Heute geht das. Was macht ihr jetzt? Du bist Reiseführer heute. Erstmal ins Waldorf Astoria in die Langbahn. Da können wir uns erstmal ein paar Drinks mit Urban. Macht viel Spaß. Dann werden wir erstmal ein bisschen warm. Und danach gehen wir gleich zum Pearl anreisen später. Du warst direkt in den Waldorf Astoria, weißt du? Ah, okay. Beim Jogger an, aber so war es wirklich stressig. Also die Atmosphäre. Ja, hab ich gesehen. Genau, Faroon und so, ne? Genau. Bro, Faroon Hand gegeben, Toxic Hand gegeben und so. Mega. Italiano. Sì. Imparato 3 anni in scuola, dopo andate in Italia, in Milano, 1 anno. Ah, bellissimo. Sì, sì. Over 30, 2019. Und dann sei auch so. Was darf Party? Noch gewisse Schritte in eine andere Richtung. Das so Party im Sinne von diesem US-amerikanischen Style so. Aber wir haben auch nicht die Sonne. Ganz andere Preise. Ich sag dir mal was, ja. Weiß ich nicht, das macht mich auch kaputt. Ja, natürlich. Ich hör mal, ich nehm das gerne in den Kopf. Das ist eine gewisse Bürde, weiß ich mal. Das war geil. Wir werden so hoch. Lass dich so wieder machen. Ne, wir chillen jetzt, würde ich nochmal sagen. Ja? Wir laufen mal. Habt ihr eigentlich Hunger? Habt ihr was gegessen? Wollt ihr eine kleine also Basis ich, aufbauen? Nö, wir sind satt. Nein, ihr seid satt? Okay. Ja, alles gut. Alles easy. Das passt. Ich denke mal, wir laufen ein bisschen rum und dann gehen wir vielleicht dann direkt. Action. Was hast du gesagt? Wir treffen uns kurz vor halb treffen wir uns und dann gehen wir rein. Not Dubai, this is Berlin. This is not Dubai, this is Berlin. Wie oft wart ihr schon in Berlin? Ich bin schon öfters in Berlin gewesen. Ja. Ja. Ich sag mal jetzt. In welchen Clubs wart ihr schon? Boah, jetzt musst du aufzählen. Also ich sag dir ehrlich, Pearl, erste Club in Berlin. Du warst vorher noch nicht in Berlin im Club. Nein, Bruder, ich komme aus Frankfurt, das sind die besten Clubs. Frankfurt, Wien. Ah, kann man sich streiten. Da, würde, so, da können wir mal die YouTube-Community fragen, was die sagen, was der beste Club ist. So, schreibt ihr doch mal Over Berlin, 100%. Vielleicht 808 geht so Richtung La Louvre, aber Frankfurt, geisteskraft. La Louvre findest du beste Laden? So nein, ich meine, La Louvre geht so in die Richtung von 808. Ah, okay, weißt du, von dem Klientel, was da so rumläuft und so diesen Vibe. Ja, verstehe ich. Verstehe ich auf jeden Fall. Aber sonst, also ich würde sagen, so ganz, ganz wild auch in Frankfurt Golden Eye. Golden Eye, das ist in der Nähe der Goethestraße. Ja. Mittlerweile, also ab heißt das jetzt. Sie hieß ja vorher Adlib. Ja. Auch sehr stark. Haben die wieder aufgemacht, oder was? Also sollten wieder aufmachen mit anderen okay. Und Bell. Adlib habe ich damals auch gespielt, Bell habe ich auch gespielt. Ja, alles, vor, auch gespielt? Alles vor Corona, ja. Oder Corona. Gibson, Bruder, ist eher so mehr Gibson so Ü30 mittlerweile, Ü30 gefühlt. Ja. So, aber sonst so, ich würde sagen, so erst Adlib, Bell und Golden Eye und dann Lalu. Ja. Lou ist so ein bisschen auch jüngeres Klientel, ja. Sag ich mal, aber geile Vibe. Ich war im Soda, also das ist dieser Touristenschuppen. Dann war ich am Holzmarkt, das ist so
bisschen auf House angelehnt, elektronische Musik so. Also im Sommer natürlich unschlagbar, weißt du, du bist direkt an der Spree, ja. Kannst dir deinen Wein köpfen und dann kannst du komplett entspannt sitzen, ein paar chillige Beats dir anhören. Dann war ich halt, wie gesagt, auch im Pearl, aber das ist auch schon 2-3 Jahre her. Nicht von schlechten Eltern, klar. Ich bin gespannt, was du sagst später. Ja, ich bin auch gespannt. Also, ich bin auch gespannt, ich bin auch zum ersten Mal da, also keine Ahnung. Das wird jetzt wiederum das erste Mal so nach... wo jetzt wieder alles so richtig am Laufen ist, weißt du, ich meine? Klar, nach Corona hat es alles angelaufen und so, aber es war halt nicht das, was man sich halt vorgestellt hat. Ja. Deswegen schauen wir mal, was der Abend so mit sich bringt, aber wenn du auflegst, dann sind wir natürlich guter Dinge. Ey, wow. Ja. Auf diese. Sobald mit Handy in Hand. Okay, lass reingehen, ja? Jalla, lass mal rein. Ist kalt. Waller ist kalt. Nee, alles gut. Ich Yeah, I can stay committed, girl, I need some space to breathe. Women come and go, but the money's guaranteed. Never show emotions, took my heart off on my sleeves. Ja, Bro, weißt du, wie die Leute mir geschrieben haben, wie wird das machen? Was ist das da geworden? The hat. Was geht, Bro? Alles gut? Ja, wie hast du gepennt? Also okay, ne? Du? Ja, ich auch. Wie lange haben wir jetzt gepennt? 5 Stunden oder so? 6 Stunden? Ja, 5,5. Irgendwie so, ja. Dann lass mal aufstehen, wir müssen jetzt sofort weiter. Ich würde sagen, ich gehe jetzt schon mal duschen. Bist du schon ready, oder? Ich bin ready. Okay, dann gehe ich jetzt duschen, dann fahren wir los. Wir haben jetzt... Boah, wir haben jetzt einfach 10:30 erst. Meine Stimme ist auch noch ein bisschen K.O. und that's the life. Wir gehen jetzt, wie gesagt, oder ich gehe jetzt duschen und dann um 11 Uhr, würde ich sagen, treffen wir uns mit den anderen unten und dann fahren wir nach Geldern zum nächsten Spot. Jetzt noch kurz eben chillen. Gestern die Party war geisteskrank, ich habe die richtig gefeiert. Pearl zum ersten Mal, hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, ich habe ja schon mal vor Corona, ich glaube 2017, 18 zuletzt Avenue gespielt und Bricks und ich habe auch schon in Matrix gespielt in Berlin im Weekend. Ansonsten, ja, wir haben jetzt noch eine Heimfahrt vor. Alter, wir müssen jetzt 5 Stunden zurück. Wobei, gestern haben wir länger gebraucht hierhin, oder? Ja, 7,5, 6. Ja, ja. Na, wir hat gerade auf jeden Fall gesagt, 5 Stunden habe ich schon gecheckt. Dann sind wir in Essen, dann setzen wir die Jungs ab und dann geht's weiter nach Geldern zum zweiten Gig. Und da bin ich auch wieder sehr gespannt, was da abgeht. Es wird bestimmt geisteskrank. E3 ist sowieso immer sehr, sehr voll. Homebase, der Kid kommt aus Wiesbaden, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich würde sagen, wir gehen jetzt raus, auschecken, gehen uns vielleicht noch irgendwie ein Wasser holen, irgendwas zu trinken für die Fahrt und dann mal rein ins Auto, ab nach NRW, let's go. Auschecken, wir checken jetzt aus, let's go, ich bin gespannt, wie der Verkehr gleich wird. Ich hoffe nicht, dass sich jetzt noch ein Stau bildet. Es geht in den Supermarkt oder so, oder nicht? Ja, oder so. Lecker. Ja, auf jeden Fall einen kleinen Snack würde ich sagen, noch mal eben holen, ne? Ja, dicker. Wo müssen wir lang? Weißt du, wo einer ist? Okay, dann lass mal eben checken. Bist du fit? Bist du fit? War am Arsch, Bruder. Echt? Ja, wenig geschlafen. Echt? Wann wart ihr durch? Ich habe keine Ahnung, ich habe am Ende der Dings gespielt. Der Kollege noch, ne? Ja. Ja, okay. Wo kam der eigentlich her? Der hat vorne aufgelegt. Der hat vorne aufgelegt, okay. Alles klar, ja. Der war sehr motiviert, sehr cool. Der ist super cool. Der war auch menschlich voll korrekt. Ja, das ist das Ding. Ja. Deswegen gönne ich dem auch immer so, dass wir mal spielen und so. Ja, voll. Weißt du, normalerweise immer der LJ in der Nähe ist. Ah, okay, also okay, meistens, okay. Weil der die Ahnung am meisten hat. Ja. Aber wenn der
drüben auflegt, tut er seine Kumpanen dabei. Geil. Ja, lass doch. Er ist die ganze Zeit ein Aftermovie am machen hier. Ja, gerade, ne? Fahrt bis Essen. Also weniger, ja. Deswegen wollte ich recht pünktlich los, weißt du, damit wir aus Berlin direkt rauskommen. Ja. Jetzt auch ein bisschen stressig, aber passt schon jetzt. Findest du? Ist geil. Das ist schon geil, oder? Ja. Was sagst du eigentlich zur Kappe? Was sagst du zur Kappe von dem? Von ihm. Ja. Findest du sie schön, sagen wir ehrlich? Gewöhnungsbedürftig, ne? Ist schon stylisch. Ja, ist aber keine 10 von 10. Das ist eine 7 von 10. Ja, absolut hässlich. Echt? Also ich, ihm steht's. Findest du sie nicht geil? Ich würde es nicht tragen können. Ich krieg meistens eigentlich Props dafür. Also, halt ist, aber die Jacke ist ja auch gewöhnungsbedürftig. Da sagt, ja, die Jacke ist aber leider so. Die Jacke macht auch nicht. Du ziehst sie an. Hau rein, Bro, danke für alles. Komm gut rein. Und wir hören uns. Ey, auf entspannt. Ja, klar. Demnächst nochmal. Ja, klar. Komm ich nochmal ins E3? Ja, wir machen für Januar. Dann schick mal PayPal mit den Karten. Ja, easy. Hau rein. Ciao. So, gerade in Geldern angekommen. DJ Kid ist auch schon am Start aus Wiesbaden. Und ja, wir gehen jetzt noch was essen. Wir haben nämlich den ganzen Tag nichts gegessen. Du musst gucken, dass du gleich nicht die Leute hier rammst, aber easy, deswegen bleibe ich mal im Stehen. Und genau, wir gehen jetzt erstmal einen Döner essen, Haus des Döners, und dann gucken wir, was noch abgeht. Genau. Sollen wir hier essen oder sollen wir? Dann lass hinsetzen. Also, ich würde sagen, ist ein klassischer. A few minutes later. So, frisch gestärkt. Ja, was gibst du dem Döner für. Ey, was gibst du dem Döner für Punkte? Für mich war 9 von 10. Ja, 9,5 von 10. Okay. Und jetzt gehen wir zurück zum Hotel. Machen uns ein bisschen ready natürlich und dann geht's ab in die E3, ich glaube halb elf müsste da sein. 23 Uhr macht der Floor auf und ja, dann sind wir da bis vermutlich 5:30 locker. Gehen wir rein heute. Let's go! Jetzt gehen wir zu der Institution der E3, und zwar Pava. Wir checken da vorher immer noch mal eben kurz rein. Dann würde ich sagen, laufen wir jetzt mal hin. Let's go. So, es ist Sonntag. Das war's für dieses Wochenende Berlin. Gestern dann in der E3. Es war geisteskrank. Party war crazy. Wir haben bis 5:30 gefeiert. Und jetzt geht's nach Hause. Und dann geht's am Dienstag Richtung Video Days, Aftershow Party. Und dann fliege ich nach Zypern. Da werden wir neue YouTube-Videos drehen für euch. Also Leute, das Wichtigste,
Wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, liked das Video und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr solcher Vlogs haben wollt. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns.